Jeden Montag kommentiere ich hier das Weltgeschehen. Ja, heute werde ich euch enttäuschen. Es ist überhaupt nichts passiert in der letzten Woche. Auf der Lampedusa sind wieder 5000 Flüchtlinge gelandet, davon 70 von Haien gefressen. Ja, nichts Neues. National Security Agency hat die Angela Merkel im Bett abgehört. Ich sage eigentlich auch nichts Neues. Und wir hätten das gar nicht erfahren, aber der deutsche Agent, der das eigentlich der NSA übermittelt hat, der wollte das auch an die Russen verkaufen. Und da sind natürlich schon die deutschen Verfassungsschützer etwas streng. Ne? Also die haben ihn natürlich festgenommen und da hat sich gezeigt, also die NSA hat die Audi Angela im Bett gefilmt. Reaktion von Angela ist im Moment keine. Sie sagt, der Generaloberstaatsanwalt wird alles klären. Es darf nicht natürlich wahr sein, dass so etwas passiert ist. Ja, also nichts Neues. Doch zwei Nachrichten. Die erste ist, die Schweiz hat Freihandelsabkommen abgeschlossen. Und ja, wer weiß, mit welchem Land hat die Schweiz Freihandelsabkommen abgeschlossen vor einer Woche? Jawohl. Naja, Europa hat in dieser Zeit auch Freihandelsabkommen abgeschlossen mit Mafia-Staaten wie Moldawien, Georgien, Ukraine und Albanien, wo Milliardäre eigentlich das Sagen haben und bemüht sich um ein Freihandelsabkommen mit USA, das wissen wir alle. Doch unter der Oberfläche hat sich in der letzten Woche doch etwas getan und in der heutigen Zeitung ist das alles in einem einzigen Satz. Also da ist zuerst einmal wirklich ein schönes Mädchen und ja, dann lese ich da, Ukraine, Erfolge für Poroschenko, das ist dieser Schokolademilliardär-Präsident, Offensive erfolgreich, man hat die erste Stadt erobert, wo die russischen Terroristen leben und nach diesem Erfolg beflügelt, wird man natürlich weitermachen. Also das steht in diesem einen Satz. Leute, das ist noch nicht in unser Bewusstsein eingedrungen, aber das kann etwas sehr Schlimmes bedeuten. Ich kann mir nicht denken, dass der Russenpräsident weiter zuschauen wird, wie man die 12 Milliarden Russisch Sprechende massakriert, eine Stadt nach der anderen. Und das könnte wirklich etwas Schlechtes sein. Hoffen wir trotzdem, dass es nicht so weit kommt. Okay, gute Nacht. We'll be right back.